Ich darf Sie zu unserem Fachvortrag Digitale Überwachung eines Entgratwerkzeugs recht herzlich begrüßen. Mein Name ist René Kehl. Ich mache bei der Firma Heule das Business Development, das New Business Development und werde Ihnen aufzeigen, wie wir über ein Projekt, über eine Anwendung, das mechanische Entgratung digitalisieren konnten, sprich die Erkennbarkeit dessen, was das Werkzeug an der Bohrungskante macht, realisieren. Zuerst ganz kurz zu der Firma Heule. Wir sind Entgrat-Spezialist. Das heißt, wir kümmern uns ausschließlich um die Entgratung Ihrer Bohrungskante. Das ist auch unser Geometrieelement. Es ist eine Bohrung, es ist nicht ein Umfangsentgraten, sondern es ist ein rundes Element. Die Firma Heule ist weltweit vertreten durch unsere Vertriebspartner. Das sind entweder unsere Tochtergesellschaften in USA, Korea, China und in Deutschland oder die Vertriebspartner dann in den entsprechenden Ländern. Und wie man schön sieht, in Europa ist das Vertriebspartnernetz sehr ausgeprägt, weil natürlich die Firma Heule auch in Europa groß geworden ist. In der Schweiz befindet sich vor allem die Entwicklung, die Auslegung der Werkzeuge, die Anpassung der Werkzeuge und auch die Herstellung. Also wir stellen in der Schweiz, im St. Galler Rheintal, die Werkzeuge her für die ganze Welt. Unsere Werkzeuge müssen technisch beraten werden. Dementsprechend haben wir ein größeres Vertriebsnetz über die große Welt installiert, damit wir bei Ihnen vor Ort in Ihrer Fertigung die entsprechende technische Beratung auch wahrnehmen können. Wir kümmern uns um die Bohrungskante, hier dargestellt in der Mitte dieses Bildes, eine Bohrungskante, wie Sie sie in Ihrem Werkstück vortreffen können oder antreffen können. Und jetzt geht es darum, dass wir gemeinsam sehr detailliert schauen, wie sieht diese Gratbildung aus an Ihrer Bohrungskante, wie verändert sich diese Gratbildung über den Bohrprozess, über die Voroperation. Bleibt die Ausprägung, wird sie stärker gegen Ende der Standzeit des Voroperationswerkzeugs? Reicht Ihnen eine scharfe Kante? Haben Sie Anforderungen an die Entgratgröße? Haben Sie Anforderungen an die Entgratqualität? Sprich, Sie haben sogar Oberflächenaspekte, die erfüllt werden müssen. Dann gibt es Aspekte, wie sieht die Bohrungskante ja denn genau aus im Detail? Haben wir eine Unebenheit? Haben wir Außermittigkeit bei den Bohrungen? Haben wir Schrägen? Dementsprechend haben wir unterschiedliche Werkzeugkonzepte, um diese Entgratung dann auch ausführen zu können. Und natürlich auch, wie sieht die Toleranz aus an Ihrem Bauteil? Das können Fertigungstoleranzen sein. Das können aber auch Toleranzen sein, die sich ergeben aufgrund der Spannsituation des entsprechenden Bauteils bei Ihnen. Das heißt, unser Fokus ist da ganz klar an der Bohrungskante. Und Ihr Fokus, der wird eher außen herum sich darstellen. Ihnen geht es sicher um das Thema Prozesssicherheit. Auch hier nochmals die Brücke zur Digitalisierung. Als eine Möglichkeit, die Prozesssicherheit noch zu erhöhen. Zur Prozesssicherheit, die so ein Werkzeug an und für sich schon ausführt. Sie haben den Fokus sicher auch auf Prozesszeiten, dass so eine Entgratung natürlich in Ihrer Gesamtzeit integrierbar sein muss und nicht Ihre Fertigungszeit dann deutlich erhöht. Sie werden sich um Sachkosten, sprich was kostet mich das Werkzeug, aber vor allem eine Gesamtkostenbetrachtung. Was ist die Kosten, was sind die Kosten pro Bauteil oder sogar was sind die Kosten pro Bohrung? Und mitunter haben Sie auch einen Fokus auf der Thematik Sicherheit. Das kann entweder Ihr Personal betreffen, weil Sie ja heute einen manuellen Entgratprozess haben. Oder Sie haben eine Montage, da dürfen die Bauteile nicht mehr mit Geräten behaftet sein, weil sich Ihre Mitarbeiter dadurch verletzen könnten. Oder auch ein Hauptaspekt wird die Funktionalität sein. Sprich, mein Bauteil muss auch die Funktion ausführen können. Das heißt, daher dürfen keine Geräte mehr entsprechend vorhanden sein. Und somit finden wir uns mit der Fähigkeit und der Kompetenz, die Bohrungskante zu verstehen, und Ihre Seite ist dann die Seite der Anforderungen, was ist dann außerhalb um diese Bohrungskante. Und das Ganze gibt dann diesen Prozess,
der Beratung, der Einstieg in die Beratung, auch mit dem Aspekt, sie eigentlich schon in der Designphase mit dieser Anwendung konfrontiert zu werden, dass wir mitunter noch Möglichkeiten haben, die Gestaltung, das Auslegen des Werkstücks zu beeinflussen, sprich noch Optimierungen anzubringen, wie schräg ist zum Beispiel die Bohrung, wie lang, wie tief ist die Bohrung, um dann mitunter ein bestehendes Werkzeugkonzept als Standard einsetzen zu können, dass Sie die Möglichkeit haben, mitunter mit Ihrer Entwicklung zusammen am Bauteil noch Optimierungen vorzunehmen. Das heißt, es ist wichtig, wenn möglich, uns so früh in diesen Prozess mit einzubeziehen, die Gestaltung des Bauteils zu beeinflussen, dass wir das entsprechende Werkzeug auslegen können, entscheiden können, was ist für Sie denn das richtige Werkzeug, und dann noch bis zum Thema Test, dass wir diese Empfehlung, diese Beratung auch, was das Werkzeug betrifft, über Tests verifizieren, um Ihnen die Sicherheit zu geben, dass das Endgradresultat dem entspricht, was Sie fordern. Diese Tests können entweder bei Ihnen auf Ihrer Seriemaschine, auf Ihrer Testmaschine oder dann sogar bei uns auf der Testmaschine erfolgen, dass wir uns da gegenseitig dann am Bauteil orientieren können und Sie dann entscheiden können, ob das Ihre entsprechenden Anforderungen, was die Bohrungskante betrifft, erfüllt. Nun steigen wir ein bisschen tiefer rein in diese Kundenanwendungen. Was waren die entsprechenden Voraussetzungen, aber auch Anforderungen, die wir zu realisieren hatten? Also es geht hier um 3 Bohrungen, die der Kunde entgratet haben möchte. Rechts dargestellt das Bauteil, wo Sie kurz einsehen, dass es sich hier um Rückwärtsentgratungen handelt in diesem Bauteil drin. Es handelt sich um eine Pumpe, um eine Hochdruckpumpe, die gewisse Anforderungen erfüllen muss an die Hochdruckfestigkeit. Dementsprechend ist die Qualität der Entgratung auch ein Hauptaspekt, den es zu berücksichtigen gibt. Sicher auch die Taktzeit, weil es sich hier um ein Massenteil handelt. Und der Kunde will auch erkennen, was für ein sporadischer Fehler da ist. Sporadische Fehler heißt, es findet keine Entgratung statt. Und das zeige ich am besten auf der nächsten Seite, wenn man beim Kunden dann reinschaut. Wir haben hier einen Kunden im Automotivbereich, der hat eine Vielzahl von Maschinen, auf welchen er dieses Bauteil fertigt. Das heißt, das ist ein Bauteil, das in sehr, sehr großen Mengen hergestellt wird. Es ist ein Rückwärtsentgraten. Es sind 3 Bohrungen, die zu entgraten sind. Das ist diese Anwendung in der Auslegung, in der Berücksichtigung dessen, was getätigt werden muss. Und dann sind natürlich die Herausforderungen, jetzt auch hier nochmals, diesen sporadischen Fehler. Der Kunde will diesen sporadischen Fehler in seinem Prozess erkennen. Es gibt geringe Kräfte, die da vorliegen. Diese Entgratkräfte bei diesen Werkzeugen sind nicht groß. Und jetzt ist die Frage beim Kunden, wie stelle ich sicher, dass ich die Qualität habe? Das kann er entweder durch einen nachgelagerten Qualitätsprozess, den er heute so noch nicht hat, weil das aktuelle oder bisherige Werkzeug war taktil überprüfbar, hat aber die Entgrat-Qualitätsanforderungen nicht ganz erreicht. Und wenn er natürlich jetzt einen zusätzlichen Qualitätsprozess integrieren muss, heißt das einen zusätzlichen Prozess, heißt zusätzliches Personal, zusätzliches Equipment, somit höhere Kosten, und sein Zielszenario ist, das in der Maschine abzubilden. Das heißt, das Ganze durch diese Digitalisierung zu ergänzen, damit ich das auf der Maschine erkennen kann, ob diese Entgratung gemacht wird oder nicht. Was sind das für Lösungen, die wir dann dem Kunden anbieten konnten? Das ist in meinem Fall, sind das 2 Standardwerkzeuge, sprich in diesen 2 Bohrungen konnte das mit einem Standardwerkzeug entsprechend dem Durchmesser realisiert werden. Und die mittlere rote Bohrung dargestellt, benötigt ein Spezialwerkzeug, damit wir von der linken Seite, von der Bohrung mit Grat zu einer ganz sauberen Gratung kommen. Und so haben wir uns dann für das Kofa-Werkzeug im einen Fall entschieden. Hier aufgezeigt, was ist dieses Kofa-Werkzeug? Es ist einfach in der Anwendung. Es hat ein bewegliches Messer, das aus Hartmetall ist, mit einer Beschichtung austauschbar, weil das Messer auch das
Verschleißelement darstellt. Das macht eine radiusförmige Entgratung. Und das Kofer gibt es bereits ab Durchmesser 2 mm. Das Design vom Werkzeug, Keep it simple und safe, ist sehr einfach. Es gibt einen Grundkörper, es gibt einen Messerhalter, der das Messer aufnimmt. Dann gibt es diese Feder, die zwei Funktionen hat. Im einen das Messer immer wieder auf die Grundposition zu bringen und das zweite, die sehr wichtige Funktion der Erzeugung des Schneiddruckes, weil ich ja das Messer in den Schnitt bringen muss. Und das wird durch diese Feder erzeugt. Die Feder wird dann je nach Material, Materialhärte, Gradbildung entsprechend ausgewählt. Das heißt, wir haben Fäden in verschiedenen Härten und somit die Möglichkeit, da verschiedenen Schneiddruck durch eine andere Feder zu erzeugen. Hier zeige ich Ihnen den Film, dass Sie auch sehen, wie funktioniert dieses Werkzeug, dass Sie auch einsehen können, was ist der Einfluss auf die mögliche Digitalisierung, auf die mögliche Erkennung des sporadischen Fehlers. Also hier eine Vor- und Rückwärtsentgratung in einem Arbeitsgang. Es sind nur diese Wege in Arbeitsvorschub zu machen, die für die Entgratung wichtig sind, was man jetzt hier schön sieht. Das Messer kommt sukzessive in den Schnitt, wird dabei dann ausgelenkt und somit erzeugen wir diese radiusähnliche Entgratung, hier nochmals dargestellt mit einer Unebenheit. Das Messer kommt in den Schnitt. Die Feder erzeugt diesen Schneiddruck, stellt aber auch sicher, dass die Schneide immer im Kontakt ist mit dem Werkstück. Schneidet, schneidet, wird ausgelenkt, erzeugt diese radiusähnliche Entgratung. Und am Punkt, wo dann das Messer auf der Kugel ist, ist die Entgratfunktion abgeschlossen. Und ab diesem Punkt kann im schnellen Vorschub, im Allgang aus dem Bauteil ausgefahren werden. Und wenn das Bauteil weg ist, hier dargestellt, ist das Messer wieder in seiner Grundposition. Das zweite Werkzeugprinzip baut auf diesem Kofer. Wir nennen das Kofer X, weil es für X-Bohr sich kreuzende Bohrungen bis zu einem Verhältnis von 1:1 eignet. Es ist auch vor- und rückwärts schneidend, aber es ist so, dass es entweder oder Werkzeuge braucht, also entweder ein vorwärts oder ein rückwärts schneidendes Werkzeug. Auch hier wieder, das Messer ist austauschbar, Vollhartmetallmesser. Und weil wir eine spezielle Kinematik im Werkzeug haben, ist es auch erst ab Durchmesser 4 einsetzbar. Die Elemente sind praktisch dieselben. Hier ist jetzt das Messer integriert, das heißt, ich habe nicht einen Messerhalter und ein separates Messer. Hier haben wir beide Elemente verbunden in dieses Vollhartmetallmesser. Und damit dieses Werkzeug Kofer X größere Unebenheiten entgraten kann, ist durch eine einfache Designänderung das Messer schräg gestellt. Diese Schrägstellung erzeugen wir durch die Auslenkung der Feder. Diese Auslenkung wird sichergestellt durch einen Federpin, aber das zeigt auch, dass wir dieses Werkzeug nur in eine Richtung entgraten können. Das heißt, die Feder ist in eine Richtung durch diesen Auslenkstift blockiert. Im Film sehen Sie jetzt auch hier die Funktionalität dieses Werkzeugs Kofer X. Es beginnt mit solchen Bauteilen, also hier stellen wir die Bauteile dar, so T-Stücke. Wir fahren nicht gerade rein in dieses Werkstück, weil wir eben das Messer nur in eine Richtung bewegen können. Das heißt, wir fahren außermittig rein, dementsprechend ist der Grundkörper auch freigestellt. Dann fahren wir so weit runter, soweit es die Auslenkung zulässt. Dann fahren wir an die Bohrung ran, fahren auf den tiefsten Punkt. Und dann beginnt die Entgratung, sprich mit Drehzahl und Arbeitsvorschub. Wie Sie vorher auch gesehen haben, man muss dieses Werkzeug auch orientiert einfahren mit Spindelstopp, weil wir eine Freistellung hinten haben, um da entsprechend einzufahren. Und am Schluss haben wir hier diese 1:1 Bohrungskante ganz sauber entgratet. Hier noch ein paar Anwendungsbeispiele, das Sie auch sehen, und das war auch das, was den Kunden überzeugt hat, ist eigentlich diese Entgratqualität. Wir sprechen hier schon fast von einem Mikrodrehprozess. Und weil die Funktionalität in die Schneide integriert ist, ins Werkzeug, kann ich eben dieser Unebenheit folgen, was ja mit einem Zirkularwerkzeug nur sehr schwer zu erreichen wäre. Und das hat dann diesen Kunden auch überzeugt, dieses Werkzeugkonzept für seine Entgratung der einen Bohrung einzusetzen. Der sporadische Fehler. Hier die Werkzeuge kennen Sie jetzt.
begleitet uns immer noch. Die Werkzeuge haben wir vor kurzem, oder durfte ich Ihnen vor kurzem erklären. Wir sind jetzt eigentlich in der Testphase. In diesen Initialtests hat man gesehen, bei diesen Standardwerkzeugen reicht eine reine Parametrisierung. Das heißt, was ist für eine Drehzahl nötig, was habe ich für einen Arbeitsvorschub, um die Qualität zu erreichen, aber auch die Taktzeit. Und beim Mittenwerkzeug, bei diesem KOFX, bei diesem Spezialwerkzeug, speziell in der Auslegung auch, durch diese Freistellung unter anderem, müssen wir oder mussten wir nicht nur am Messer optimieren, sondern auch am Werkzeug, um diese Anforderungen an der Bohrungskante zu realisieren. Was aber immer noch die Herausforderung war, ist das Erkennen des sporadischen Fehlers, das so natürlich nicht in diesem Werkzeug abgebildet ist. Mit dieser Aufgabe haben wir uns natürlich in unseren Möglichkeiten, in unserer Kompetenz, in unserer Verantwortung auf das Werkzeug beschränkt und gesagt, okay, was gibt es für Möglichkeiten, die man auf dem Markt suchen muss, um diesen sporadischen Fehler zu erkennen? Es geht in diesem Fall um Gradkräfte. Wir können höchstens am Werkzeug Optimierungen anbringen, indem wir das Design entsprechend diesen Angaben ändern. Und jetzt ist eigentlich aus einer Partnerschaft von Zweien, von uns mit unserem Kunden, ist eine Dreiecksbeziehung entstanden. Das heißt, der Kunde hat sich einen Systemlieferanten gesucht, der weiß, okay, es sind diese Entgratkräfte, die anliegen. Es ist diese Fehlercharakteristik, die sich ergibt aus diesem Entgratprozess. Der Kunde will natürlich das Ganze integriert in seine Bearbeitungsmaschine, sonst hätte er diese hohen Qualitätskosten, die er eliminieren oder deutlich reduzieren will. Es ist das Messprinzip, was dieser Systemlieferant entsprechend einbringen muss. Und so haben wir zu dritt der Kunde mit dem Systemlieferantwortung in der Verantwortung, den sporadischen Fehler zu erkennen. Und unsere Seite war, allfällige Anforderungen an eine Designänderung im entsprechenden Werkzeug abzubilden. Sporadische Fehler, das Wort wiederhole ich bewusst, ist diese Thematik der Digitalisierung, heißt in diesem Fall keine Entgratung. Was ist die Lösung? Was hat man auf dem Markt entsprechend gefunden? Es ist ein sensorischer Werkzeughalter, in den wir unser Werkzeug ganz einfach integrieren können. Das Werkzeug hat einen Schaft, diese Aufnahme hat den entsprechenden Durchmesser. Das können wir so integrieren in diesen sensorischen Halter. Und wenn keine Biegemomente, das sind diese blau dargestellten Pfeile, vorliegen, anliegen am Werkzeug durch das Entgraten, heißt das, wir haben keine Entgratung. Also eigentlich ganz ein einfacher Kausalzusammenhang zwischen unserem Werkzeug, dem Entgraten, diesem sensorischen Halter und der Erkennung der fehlenden Biegemomente. Vom Ablauf her jetzt einfach nochmals diese Biegekräfte dargestellt. Oben sieht man die Situation vom Werkzeug. Wo bin ich? Am Werkstück. Und unten sieht man, ist da eine Kraft vorhanden, Biegemoment oder nicht. Also wenn ich ins Werkstück einfahre, das mache ich mit einer Drehzahl, weil unser Werkzeug kann ich mit Drehzahl laufen lassen, die Bearbeitungsdrehzahl, und fahre einfach mit schnellem Vorschub hinter die Bohrungskante. Das heißt, dort habe ich im Moment, wo ich eintauche, noch keine Kraft, weil das Werkzeug nicht in Berührung ist. Im nächsten Schritt habe ich entweder die Vorwärtsentgratung zu tun, das heißt, ich gehe in Arbeitsvorschub, jetzt in diesem Fall gehe ich mit schnellem Vorschub durch die Bohrung durch, das heißt, ich habe eine Auslenkung des Messers und diese Auslenkung erzeugt einen Biegemoment, das kann mich jetzt entweder interessieren oder noch nicht. Im nächsten Fall bin ich hinter der Bohrung, das heißt, das Messer klappt wieder auf diese 90 Grad, auf die Grundposition, die Kräfte sind wieder weg, das heißt, ich habe eine Nullkraft, wenn ich jetzt eine Kraft anliegend hätte, könnte ich auch das wieder eruieren, was sind die Gründe für diese Kraft. Und dann gehe ich in den Entgratprozess. Das heißt, es entsteht eine Entgratkraft, das erzeugt ein Biegemoment und dieses Biegemoment erkenne ich. Entsprechend geht mir dieser Y-Wert hoch, welche Kraft das jetzt auch immer ist. Und der geht bis zu einem gewissen Maximum. Das heißt, ich habe die Entgratung durchgeführt und dann bin ich mit dem Messer auf der Bohrung immer noch ausgelenkt und dadurch habe ich immer noch radiale Kräfte und somit entsprechendes Biegemoment, aber interessieren tut der vierte Schritt. Ist diese Auslenkung da, habe ich dieses Biegemoment, dann gehe ich davon aus, ich habe die entsprechende Entgratung aufgrund der Prozesssicherheit des Werkzeugs. Promicron war damals die Firma, die die Kundenanforderungen am besten erfüllen konnte, des Kunden, und somit hat er dann die entsprechende Messlösung
installieren können. Da wurden einige Vorversuche gefahren, das dann aber beim ProMicron selber, bei ihm im Haus, die haben von uns Werkzeuge zur Verfügung gestellt, gekriegt, um diese Messkennlinien entsprechend aufzunehmen. Und hier sehen wir jetzt einfach, weil wir die Kundeninformation nicht weitergeben dürfen, hat man das nachgestellt jetzt hier für diesen Fachvortrag. Sie sehen jetzt hier, wie diese Entgratung mit Kofa abläuft, eine reine Vor- und Rückwärtsentgratung. Sie sehen das auch hier, das ist Realtime, also in welcher Zeit so eine Bohrung vor- und rückwärts entgratet ist. Im weiteren Verlauf sieht man das Ganze dann noch ein bisschen näher hingezoomt. Man sieht auch unten da die Späne, wie sie dann auch entsprechend entgratet sind. Das heißt die Zuverlässigkeit, die Funktionsfähigkeit dieses Werkzeugs. Und das war dann dieser Aufbau, dieser Simulationsaufbau, um aufzuzeigen, was kann mit diesem ProMicron-Element, das ist das Spike-Mobil, was kann mit dieser Messlösung alles detektiert werden. Hier dargestellt, oben links, unseren Gradprozess. Darum auch hier wieder wichtig, zu verstehen, was macht das Werkzeug am Bauteil. Und dann wird hier eine Kennlinie aufgenommen, natürlich mit ganz kleinen Gradkräften. Und man sieht hier, also jede Bewegung des Messers führt zu einer Auslenkung und somit zu einem Bigoment, das hier detektierbar ist. Auf der rechten Seite dargestellt sieht man dann mehrere Messungen, die man jetzt im Bauteil gemacht hat. Das ist ja nicht so konstant, so homogen. Das heißt, es gibt Schwankungen. Das kann die Gradbildung sein, die Gradhöhe, die sich da ergibt. Das sind Unterschiede natürlich. Dementsprechend habe ich unterschiedliche Linien. Und diese Linie stellt mir jetzt genau diesen Prozessschritt dar, Start der Entgratung bis Ende der Entgratung, weil das interessiert mich, macht das Werkzeug was. Wenn ich jetzt aber Abweichungen habe nach unten, sprich ich habe plötzlich eine deutlich zu kleine Kraft oder ich habe eine deutlich zu hohe Kraft nach oben, heißt das, oh, da ist was mit diesem Werkstück. Das heißt, ich kann jetzt dieses Werkstück entsprechend eliminieren, ausscheiden und eigentlich dann den nächsten Arbeitsschritt auslösen. Ich brauche aber natürlich Systemelemente. Das sind Halter von Regofix. Ist so, dass die Firma ProMicron sich für diesen Lieferanten entschieden hat. Das heißt, die liefern Halter aufgrund der Auslegung, die ProMicron macht. ProMicron ergänzt die um die Messelemente, die es dazu braucht. Und somit haben wir einen Halter mit dieser Messfähigkeit, unser Werkzeug, das ich den Halter aufnehme. Das integriere ich in die Maschine. Und jetzt gibt es natürlich weitere Anbindungen. Also ich muss ja dieses Signal, das in diesem Halter erzeugt wird, muss ich natürlich nach außen bringen, aus dieser Maschine raus, Maschinenanbindung, bis hier unten rechts dargestellt, dieses Auswertetool, wo ich natürlich dann entscheide, ist das jetzt eine gute Entgratung oder ist das eine schlechte Entgratung. Einen Detaillierungsschritt tiefer, also wir definieren, wir heißt, der Kunde zusammen mit ProMicron definiert einen Gutprozess. Also die nehmen diese Kennlinien auf, das kann jetzt hier das Biegemoment sein, das kann auch der Torsionsmoment sein, das müssen die dann im Detail besprechen, nehmen das auf, sehen unten rechts noch dargestellt diese blaue Wolke, das heißt beim Entgraten mit diesem spezifischen Werkzeug in dieser Anwendung müssen diese blaue Kurve muss immer im unteren linken Segment sein, wenn es da plötzlich Ausreißer gibt ins obere rechte Segment, dann stimmt das nicht, dann heißt das Stopp, Bauteil ausscheiden. Das heißt, hier gehen wir ganz detailliert, geht man da in den Prozess rein, schaut, was hat welche Einflüsse auf diese Kennlinie und dementsprechend kann man dann die Grenzen legen, untere, obere Toleranz und dem System dann auch die Fähigkeit zu geben, Entscheidung zu treffen, ist das ein Gutteil oder ist das ein Schlechtteil. Aber es bedarf dem grundsätzlichen Verständnis, was macht das Entgratwerkzeug an der Bohrungskante, was ist der Ablauf der Entgratung. Was können Sie mitnehmen? Takeaway ist jetzt nicht was Physisches, weil es ein Digitalvortrag, aber Sie können sicher mitnehmen, dass es eine Kommunikation braucht, eine offene, transparente Kommunikation, wo wir die Anforderungen austauschen. Wenn möglich, nehmen Sie uns bereits im Designstadium dazu, dann können wir vielleicht die Bauteile noch optimieren und eine einfache Entgratlösung entsprechend vorschlagen. Zum Thema Digitalisierung, die Entgratung messbar, erkennbar zu machen, müssen Sie als Kunde auf den Systemlieferanten, in diesem Fall ProMicron, zugehen, weil wir da ganz klar die Schnittstelle legen, was wir am Werkzeug optimieren können und was Sie mit Ihrem
Systemlieferanten dann an der Anwendung, an der Erkennung, an der Auswertung entsprechend machen müssen. Es besteht die Möglichkeit, den Entgratprozess live, also heißt, Sie haben On-Site, jetzt in dem Moment an dem Bauteil sehen Sie, wie diese Entgratung theoretisch, also digital erfolgt. Wird das gemacht, wird entgratet oder nicht? Und es ist dadurch eine Win-Win-Situation. Also Sie als Kunde kriegen eine ganz saubere Entgratung an der Bohrungskante. Und wenn die Anforderung da ist, diesen sporadischen Fehler, den es möglich gibt, durch viele Einflüsse zu erkennen, haben Sie hier auch die Möglichkeit, das mit dem entsprechenden Systemlieferanten zu bewerkstelligen. Somit bleibt mir ganz zum Schluss einen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und ich hoffe, wir haben durch diesen Schritt der Digitalisierung Ihnen als mitunter Verantwortliche für die Fertigung eine Möglichkeit an die Hand gegeben, um die Prozesssicherheit, die Prozessfähigkeit in Ihrer Fertigung entsprechend überwachbar zu machen. Vielen Dank und noch einen schönen Tag.